standing on the roof in London, watching the busy people. Ich wusste, sie sind in Eile. Die Nacht war nahe und sie mussten sich vorbereiten für ihr Nachtquartier im Luftschutzkeller. Die schmutzigen Gebäude schienen nur mehr aus alten Papierwänden zu bestehen, Türme aus Spielkarten. Gegenüber von unserem Haus war kein Haus mehr. Es war ein aufgerissenes Heim, einzig eine Mauer und eine lange Treppe, die übrig blieben. Ich konnte eine weiße Badewanne sehen, die an der Mauer herunterhing an langen Rohren. Sie war aufgerissen und Wasser tropfte heraus wie ein blutender Körper. Und dann, ganz plötzlich, sah ich es mit meinen eigenen Augen. Ich hörte es mit meinen eigenen Ohren. Und ich konnte es riechen und fühlen. Das Dröhnen von hunderten deutschen Bombern, die leicht und schnell über die Stadt flogen und die hunderttausende mörderische Bomben blitzschnell abwarfen und alle Häuser rundherum zerstörten. Sofort waren gelbe und rote Flammen zu sehen, die überall herumbrannten. Der dunkle, schwarze Himmel war plötzlich ganz hell. So rot und so böse dreinschauend, nicht wie das Abendrot, das du kennst. Ich fühlte die Erde unter meinen Füßen beben, als die Häuser wackelten und unter meinen Augen zerfielen. Das schrille Gepfeife der Bomben, die schnell durch die Luft zu ihrem Ziel flogen. Das Schicksal vieler Leben. Ich hörte die Luftabwehrkanonen brüllen im naheliegenden Hyde Park. Es war sehr aufregend. Ich stand völlig fixiert, wie im Traum. Ich fühlte keine Angst. Schnell, wir müssen uns beeilen, sagte meine Mutter. Nimm dein Bündel und gehen wir. Hast du eine Taschenlampe? Oh ja, ich habe eine Taschenlampe. Gedimmt so, dass wir nicht aufgehalten werden vom Luftschutzaufseher. Paris, 26. Dezember 1952. Jetzt im Jahr 1952 mit all der abstrakten Malerei, die vor sich geht. Diese ganze Atmosphäre ist so krankhaft, wie die Künstler im Café Dom herumsitzen. Es macht einen krank. Es ist ein Ausdruck der kranken Gesellschaft, in der wir leben. 1952, wo ein anderer Krieg in der Luft hängt. Die Gesellschaft fällt auseinander. Ich werde mehr in der Bhagavad Gita lesen, wo steht: Happiness is within you when you have peace within your mind and soul. Paris, 27. Januar 1953. Mein Vater möchte, dass ich Harry Frankl heirate, auch wenn ich ihn nicht liebe. Das ist die traurige Tatsache in dieser Welt. Geld regiert die Welt und die Welt dreht sich um den Magen, auch die Liebe, auch der Krieg. Für die Kunst und die Seele bleibt nichts übrig. Denn Geld regiert die Welt.